Heizbettkabelreparatur am 3D-Drucker. Yippie, das hat geklappt. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Herzlich willkommen in Jojos Workshop. Ihr habt ja lange nichts mehr von mir gehört. Na, mir ging es nicht ganz so gut. Es war aber kein Corona. Jetzt will ich mich mit meinem 3D-Drucker beschäftigen. Da hat mir schon am Anfang der Peter gesagt, sorgt dafür, dass das Kabel zum Heizbett entsprechend gesichert ist. Dass da eine Zugentlastung dran kommt. Hat mir auch eine Thingiverse-Datei geschickt oder den Link dazu. Naja, wollte ich immer mal machen, habe ich nicht gemacht. Und jetzt habe ich hier aber einen Kabelbruch da unten drin und deswegen müssen wir uns da jetzt mal drum kümmern. Und dann machen wir auch da unten, ich zeige es, die Zugentlastung hin, nicht aus Thingiverse, sondern aus Jojos Krabbelkiste. Lasst euch überraschen. Jetzt schauen wir mal, ich habe die Platte schon losgemacht. Die kann ich komplett hier runterheben, also sowohl die Glasplatte oben drauf. Ihr seht, die hat auch schon einiges gedruckt. Hier ist jetzt das Heizbett, das normalerweise an diesen vier Löchern mit gefederten Schrauben zum Höhennivellieren befestigt ist. Das habe ich auch schon mal abgemacht, weil ich ja mal gucken wollte, wie es da drunter aussieht. Jetzt ist das Kabel ganz runtergefallen. Auch nicht so geschickt. Ein bisschen spannend ist das. Das ist das Ende, das in die Steuerung reinkommt. Da sind vier Steckkontakte. Hier sind es aber acht. Wie setzt sich das zusammen? Ich habe ja den U20 Plus. Der hat drei Heizzonen in dem Heizbett. 1, 2, 3 mal Plus und 1, 2, 3 mal Minus oder umgekehrt. Wir müssen, wenn wir die Kabel austauschen, darauf achten, denn in diesem Bereich irgendwo hier sind die Kabel jetzt gebrochen. Für bewegte Arbeiten gibt es ja diese Kabelschleppdinger oder halt Energieketten. Und es gibt auch energiekettentaugliche Kabel, die sind besonders flexibel, weil durch dieses Walken brechen die einzelnen Kupferäderchen da drin halt gerne durch. Das hier macht auf mich jetzt nicht so den super flexiblen Eindruck. Wir knipsen das hier ab und machen neue Steckerchen dran und dann passt das. Die habe ich schon als Ersatzteil da. Jetzt geht es um diese Stelle. Da setzt auch das Thingiverse-Teil ein. Ich blende euch das mal ein. Das geht aber hier so leicht nach oben. Dann würde das Kabel hier oben, wo die Stützstelle zu Ende ist, wieder ein bisschen mehr gebogen. Gefällt mir nicht so gut. Ich werde das jetzt anders lösen. Ich bin ja Jäger und Sammler. Ich habe also hier jetzt einen sehr kurzen Aluwinkel gefunden. Die habe ich hier von der Tür abgemacht. Die hatte jemand da angeklebt, weil er die untere Kante verdecken wollte. Die war beim Kürzerschneiden ein bisschen hässlich geworden. Aber ich kann das noch verwenden. Das hier scheint Pattex zu sein. Das kriegt man mit dem Stechbeitel ab. Und das passt jetzt ganz genau hier hin. Da schneiden wir uns ein Stückchen ab. Bohren da und da ein Loch. Hier Gewinde rein, dann kann ich das hier hinschrauben, kann mein Kabel hier drüber gehen lassen und gut ist. Und jetzt müsste ja hier noch die Feder hin. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Die müsste ja dahin. Das heißt, wir bohren hier noch ein Loch, dass die Feder wieder hier aufsteht, dass sie die gleiche Spannung hat wie alle anderen Federn auch. Und auch von unten sich für die Rändelschraube nichts ändert. Das Thingiverse-Teil wurde dann einfach hier unten, wenn ich das im Internet richtig gesehen habe, durch diese Schraube mitgehalten. Das gefällt mir nicht so gut. Ich möchte die Spannungen hier gleich haben, damit die Nivellierung auch immer so gut wie möglich funktioniert. So, das kann ja ruhig bis hier hinten hin unterstützen. Also, was nehmen wir? Wir schneiden mal ein 25er Stück ab und markieren uns aber auch direkt dann, wo wir die Löcher bohren wollen. Da an der Stelle kommt das dicke Loch hin. Das muss von der Mitte einen Abstand haben, 20. Und hier muss es haben, 2, also 22 ab dieser Kante. 22. Und dann müssen wir jetzt noch hier ermitteln, wie weit darf das Loch da weg sein. 12. Und dann machen wir das in der anderen Richtung auch 12. Also normalerweise müsste man das ordentlich bemaßen, aber für mich reicht das ja. Ich habe jetzt darauf verzichtet, die Kamera immer umzustellen, dass ich auch mal im Bild bin. Ich habe das jetzt da unten nur so erklärt. Hier sind jetzt meine kryptischen Aufzeichnungen.
Damit gehen wir jetzt eben in den Keller. Da bohre ich das. Wie man Löcher bohrt, brauche ich euch, glaube ich, nicht nochmal zu zeigen. Und dann melde ich mich wieder. Zurück aus den Tiefen des Kellers. Hier ist das Alustück abgelenkt. Das dicke Loch ist für die Feder. Die beiden anderen Löcher sind M4er Kernloch. Damit zeichne ich das jetzt gleich auf dem Gestell an und bohre das auch direkt durch, schneide das Gewinde und dann schrauben wir das mal an und dann schauen wir weiter. Also hier passt es gut hin. Die Feder hat auch Platz. Richten wir das jetzt hier mittig aus, bohren das erste Löchlein, hier hinten vielleicht das. Hier, da haben wir es. Ja, nett. So komme ich besser da dran. Aufpassen, dass ich mit dem Finger nicht hier drunter packe. Ne? Durch. So, und jetzt mit viel Gefühl. Mal. So. Wir senken die natürlich noch an. Ach so. Ich kann noch gar nicht anschrauben, ich muss das erst größer bohren. Passt. Und da muss jetzt das andere hin. Nachdem der Kernbohrer M4 ja vorhin so komisch gewackelt hat, bohre ich jetzt erstmal kleiner vor und bohre das dann hinterher nur noch auf. Müssen wir gleich noch saugen. So, ich habe dann das Windeisen geholt und habe den Gewindeschneider auch ein bisschen eingeölt, dass der jetzt leichter läuft. Setzen wir mal an. So. Super. Da ist er. Ich habe die Löcher angesenkt. Passt. Ja, so möchte ich das eigentlich haben. Und jetzt müsste eigentlich die Feder noch gut da reinpassen. Genau so sollte es sein. Ein Tag und einen Haarschnitt später machen wir endlich weiter. Hier liegt die Platte schon drauf. Die montieren wir jetzt, schließen dann das Heizbett mal an und gucken, ob es wieder funktioniert. Ich werde aber das Kabel so oder so reparieren. An den gebrochenen Stellen ist ja jetzt ein höherer Widerstand. Und dann wird das da warm, gegebenenfalls zu warm, dass es anfängt zu schmoren oder sogar zu brennen. Das wollen wir nicht. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob es so wieder funktioniert. Dann könnte ich vielleicht schon die Kabelentlastung direkt drucken, die ich da noch draufschrauben will. Ups. Die Feder passt jetzt wirklich hier in mein großes Loch in der Aluschiene rein. Da fangen wir jetzt auch mal mit an. Schraube durch, Feder drauf und einfädeln. Da ist es drin. Jetzt müssen wir die Mutter da unten draufsetzen. Jawohl. Ich schraube das Bett natürlich jetzt erstmal ganz nach unten, damit mir der Druckkopf gleich nicht irgendwo aufsetzt. Ich habe das jetzt ja hier hinten so lang gelassen, damit das Kabel noch ein bisschen unterstützt ist. Man kann das natürlich auch kürzer machen, weil ich musste jetzt den Tisch schon weiter wegschieben, weil es sonst da an der Fensterbank angestoßen wäre. Aber das kann ja dann jeder so machen, wie er will. Ich habe das nicht reparierte Kabel jetzt erstmal angeschlossen und es funktioniert. Ich habe aber mittlerweile auch die Stecker bekommen, ich habe da lange nachgesucht. Das nennt sich jetzt nämlich VH-Konnektor und dann Pitch, also Abstand 3,96 mm. Da habe ich nur einen Lieferanten aus Großbritannien gefunden und mehrere direkt aus China. Das hier wird mit ziemlicher Sicherheit auch aus China kommen. Das sind diese Teile. Das ist das Innenleben von dem Stecker
Das ist der Stecker. Das ist das Teil, was da unten angelötet ist. Ich werde also im Endeffekt die Kabel abknipsen, 1:1 tauschen, hier so ein neues Ende drauf machen. Und dann wird der auch auf Dauer funktionieren, vor allem wenn dann hinten die Zugentlastung angebracht ist. Die drucken wir jetzt mal aus, dann zeige ich euch die, dann schrauben wir die an und dann ist das Video auch zu Ende. Ich habe mir jetzt hier so eine Zugentlastungsklemme mit so einem Radius hier am Ende konstruiert. Das sind zwei gleiche Hälften, die kann ich so ineinander stecken. Gewinde habe ich schon geschnitten, schrauben wir eben an. Und dann ist die Reparatur vom Drucker erstmal fertig. Wie gesagt, diese Kabeldinger tausche ich später aus. Also abknipsen, abisolieren, neu anklemmen. Das ist ja jetzt nicht das Hexenwerk. Das hier ist auch kein Hexenwerk. Aber jetzt habe ich da auf Jojo-Art dann die Zugentlastung. Die Zugentlastung dran gemacht. Hier nochmal die beiden Hälften, die sind identisch, aber wenn ich die so aufeinander packe, passt diese Nase dann halt in das andere Loch hier rein und dann hält das so schon. Und hier das Kabel da rein und dann schrauben wir das jetzt mal fest. Also mein Loch ist etwas zu groß, schrauben wir es wieder auf, machen ein bisschen Klebeband hier drumherum, bis dass es nicht mehr rutscht. Ich hätte mir ja eigentlich auch denken können, es heißt ja Klemme. Ich habe jetzt aber 13, irgendwas gemessen und habe auch ein 13er Loch dahin gemacht. Und das klemmt natürlich jetzt nicht wirklich, aber jetzt gleich schon. Das ist wahrscheinlich schon zu dick. So. Da einmal ab. Einmal ankleben. Ja, jetzt passt's. Jetzt nur noch anschrauben, hier ein bisschen nach hinten schieben, dass wir da auf gar keinen Fall Zug drauf haben. So, dann leveln wir den auch sicherheitshalber nochmal. Ich habe ja jetzt hier ziemlich dran rumgewackelt. Jetzt ist das hier fest, da bewegt sich nichts mehr, so will ich es haben. Es hat mal wieder geklappt. Ich muss jetzt nur noch hinterher hier diese kleinen Füßchen da an das abgeknipste Kabel klemmen und dann habe ich alles fertig. Aber ich kann es wieder sagen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.